Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Prime 2. Ja, das letzte Mal haben wir den Sumpf von Torvus betreten, nachdem wir Dings halt abgeschlossen haben, Argon. Und ja, diesmal werden wir auf jeden Fall ein bisschen weiter den Sumpf von Torvus erkunden und uns auch natürlich ein paar neue Items schnappen und sowas. Und ja, allgemein mal schauen, was uns hier so erwartet. Hier haben wir, glaube ich, ja, hier haben wir schon alles gescannt. Die Schredder sollten wir auch schon gescannt haben und die Schanzlinge eigentlich auch. Deswegen können wir gleich hier weitermachen und hier rum an den kleinen Viechern vorbei. Da kann man auch relativ gut seine Dings auffüllen, seine Munition, weil man sieht ja, dass die ziemlich viel bringen. Und das mache ich eigentlich auch gerade, weil wir werden natürlich auch hier wieder in den dunklen Äther geschmissen. Und so schön der helle Äther hier auch ist, so unangenehm, sage ich mal, ist der dunkle Äther. Aber das werden wir noch früh genug erfahren. So, jetzt schießen wir uns erstmal hier durch die paar Fische durch, damit wir hier freie Durchgangsmöglichkeit haben. Und hüpfen hier weiter. So, und kommen... Ach nee, das sind andere Viecher, stimmt, genau. Das sind, na... Viecher, die sich unsichtbar machen können. Und zwar sind es Schrieker. Und... Ja, die machen sich immer kurz sichtbar, wirbeln dann... Keine Ahnung, was machen die nochmal? Die haben irgend so einen Angriff, den sie dann machen. Machen sie aber, glaube ich, gerade... Doch, machen sie. Irgend so einen Schallangriff. Und... Ja, die muss man halt treffen, solange sie dann sichtbar sind. Aber eigentlich können wir sie auch in Ruhe lassen. Ja. Zum Tempel können wir jetzt... Eigentlich glaube ich gerade noch gar nicht. Von unten, von oben. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube nicht. Eigentlich müssen wir aber zum Tempel. Na, ich gehe mal hier entlang. Was war denn da, was uns aufgehalten hat? Ich glaube der Weg. Wir kommen. Ja, klar. Wir müssen oben rein. Und da kommen wir im Moment noch nicht rein, wenn ich da richtig lieg. Deswegen sind wir jetzt hier wieder im Anfangsgebiet und können die Brücke hier mal hochfahren. Damit wir da auf die andere Seite können. Und ich glaube, so war das ja. Wir müssen von oben kommen. Ich weiß zwar nicht mehr, was uns da dann blockiert hat. Oder wieso. Nee, bin mir nicht mehr gerade ganz sicher. Weswegen wir da jetzt unten nicht rein können. Aber oben ist eh deutlich besser, deswegen gehen wir gleich oben lang. Ja, jetzt müssen wir erstmal hier gegen die Schredder klarkommen. Okay, ich glaube, die haben sich gerade alle... Ja, alle gekillt. So, da oben haben wir nochmal eine torvische Hängeschrute. So. Die können wir einfach ein bisschen anschießen und dann lässt sie auch ein bisschen Munition fallen. Wahrscheinlich ganz praktisch, oder leben halt tatsächlich auch. Wahrscheinlich auch ganz praktisch. Man muss sie bloß finden, weil, naja, wenn sie da oben hängt, dann kommen sie, denke ich, leicht übersehen. So, und dann bekommen wir schon wieder einen neuen Gegnertyp, der ein bisschen nervig ist. Und zwar die Viecher hier. Und die funktionieren im Prinzip ähnlich wie die, ja, wie die Eisgiganten in Metroid Prime 1. Ich will nicht die, na, das kennen wir halt, die da. Blähbeutel. Ich glaube, die kann man die nicht kaputt machen oder geben die Gift ab? Ich glaube, man kann sie nicht kaputt machen. Und zwar die Granchler. Und die kann man auch wieder bloß an ihrem Hinterteil treffen. Was jetzt, ja, was jetzt auch nicht so schwierig ist, sag ich mal. Zu zweit sind sie vielleicht ein bisschen ätzend, aber ansonsten geht es auch. Wir können es jetzt natürlich auch mit Darkbeam-Munition kaputt machen. Oder töten halt, aber naja. Geht auch so. Achso, klar, der eine ist ja nicht tot. Ich habe bloß seinen Schwanz weggehauen. Jetzt ist er halt da wieder empfindlich und dann können wir ihn da töten. Ja, jetzt ist er tot. Okay, und du nochmal. Klar, sind bloß kurzzeitig unverwundbar, wenn man den Schweif weghaut. Okay, und, na, nicht nochmal. Aber jetzt. Sehr schön. Damit hätten wir die auch besiegt. Hatten zwei neue Scans und können uns gleich auch schon in den dunklen Äther begeben. Hier haben wir nämlich wieder eine Bombenmulde, die bloß auf der anderen Seite, also bloß beim Dark Äther, da ist. Und damit können wir halt diese Brücke hier drehen, damit wir da rüberkommen. Das müssen wir aber vom Dark Äther aus machen. Und
Ja, dann sehen wir auf jeden Fall mal den dunklen Torvus. Den dunklen Sumpf von Torvus. Der auch ganz cool ist, aber auch ziemlich gefährlich. So muss man es einfach sagen. Und zwar, wenn man da unten sieht, ist dieses ganze Sumpfwasser jetzt Giftwasser geworden. Und das heißt, ja, ganz einfach, sobald wir es berühren, bekommen wir Schaden. Und zwar nicht gerade wenig. So, dann haben wir hier drüben nochmal die Spheroides-Ing-Behältnis. Ah ja. Na dann. Das soll es hier aber eigentlich auch schon gewesen sein. Wir können hier noch ziemlich wenig machen, wenn man auf der Karte mal guckt. Da oben rechts kommen wir jetzt noch nicht hin. Und dann haben wir eine gelbe und eine grüne Tür, die wir beide noch nicht öffnen können. Deswegen können wir hier bloß kurz die Brücke verschieben und schnell wieder hier raus. Wir werden noch lange genug mit dem dunklen Äther zu, oder mit dem dunklen Sumpf zu tun haben. So, aber da unten habe ich gleich nochmal einen neuen Scan gesehen. Und zwar den Flogus, der so ähnlich funktioniert wie... Ich habe vergessen, wie die Viecher hießen, aber er macht halt seinen Mund auf und dann kann man ihn als Plattform benutzen, indem man ihn angreift. Das ist halt das Vieh. Und ja, eigentlich tut man es erst später. Oder finden wir es erst später, aber wenn es da halt schon so rumgammelt, dann kann ich es auch gleich scannen. Spare ich mir den Scan für später. So, und damit haben wir hier die Brücke auch. Und bekommen nochmal einen neuen Gegnertyp. Ist ja super. Zwar ein bisschen nervigerer Gegner, aber trotzdem neuer Gegnertyp. Und zwar ein dunkler Kommandopirat. Und der ist ein bisschen schwierig zu bekämpfen. Er ist dunkel, das heißt mit Lightbeam, klar kann man ihn gut bekämpfen, aber er kann immer wieder, kann ich immer wieder raus. Das ist nämlich nicht so cool hier im Wasser zu kämpfen, weil ich mich ja kaum bewegen kann. Okay, gut. Weil es sich immer wieder, ich bin genau auf ihm gelandet, ich habe noch die Schritte gesehen. Also man kann sie an ihren Schritten verfolgen. Und sie können sich halt tarnen und suchen dann immer wieder ein neues Plätzchen. Da war er. Der sollte jetzt da rauskommen. Genau. Sehr schön. Also wie gesagt, wenn man die Fußschritte so ein bisschen... Gut, bei einem ist es natürlich einfacher, den zu verfolgen. Zwei sind jetzt dann doch ein bisschen... Wow. Die machen gerade echt gut Schaden, muss ich sagen. Ich war auch gerade ein bisschen blöd positioniert, aber trotzdem, wow. Das waren zwei, drei Darkbeam-Ladungen und ich bin beinahe hin. Okay, das Problem ist halt, wenn die sich voreinschleichen, dann kann man es auch sehr schwer sehen. Okay, EMP-Bomben haben sie auch. Also die sind bestens ausgerüstet und ich glaube weg. Ja, das erste Mal und oder ab und zu im Sumpf verschwinden sie, glaube ich, nochmal. Aber später muss man tatsächlich richtig gegen sie kämpfen. Es geht eigentlich, wenn man es richtig macht. Das war jetzt halt ein bisschen blöd von mir, dass ich da... Na gut, was heißt blöd von mir? Es war halt gut von denen, dass sie sich dann beide gegen mich gestellt haben. Aber naja, jetzt müssen wir hier halt versuchen zu überleben. So, hier haben wir einen Sporb. Die Viecher sehen wir gleich noch in Aktion. Und zwar sind es einfach bloß so ein paar nervige Viecher für Morphball-Passagen. Okay. Aber wir können sie jetzt auch so besiegen, wenn ich das richtig weiß. Weil jetzt ist er aktiv. Und da kann man sie mit Missiles beschießen, bis er tot ist. Das heißt, es war fast schon... Ja, fast schon ein bisschen intelligent, das zu machen. Daraus zu rollen. Weil jetzt haben wir hier die Ruhe. Weil normalerweise kann das Vieh einen dann... packen. Wenn man gerade im Morphball-Modus ist. Und das ist dann ein bisschen sehr ätzend. So, da drüben zu dem Missile-Container kommen wir leider noch nicht, wegen dem Grapple-Beam. Aber wir können gleich hier weiter und sollten jetzt wieder in dem Raum sein. Und können hier auch gleich den Schalter aktivieren. Energieversorgung der kinetischen Kanone wiederhergestellt. Einheit behält momentan eine Ausrichtung bei. Vollautomatik aktiv. Sehr schön. Und ich glaube, hier sollten jetzt immer noch die, oh, scheiße. Ja, das sind immer noch die da. Das Problem ist, ich kann so jetzt nicht unbedingt zum Tempel gehen. Ja, ich könnte schon. Ich könnte theoretisch... Ja, komm. Ich gehe so zum Tempel. Zwar wäre es theoretisch Selbstmord, aber ich weiß, dass es... Ich weiß, dass ich da oben nicht hinkomme. Super. Da kommt er... Na, weil die Viecher machen auch schon gut Schaden. Deswegen will ich mich da auch nicht unbedingt treffen lassen. So. Und hoch.
Da haben wir leider mit Bendezium versperrt. Deswegen kommen wir da nicht durch, sondern erst mit den Powerbomben, also erst deutlich später. Aber wir können uns hier unten kurz einen Energietank holen. Den wollte ich mir eigentlich erst auf dem Rückweg holen. Damit wir da nicht jetzt wieder raus müssen, sondern gleich dort rausgehen würden. Aber ich hatte ein bisschen Panik wegen meinem Leben und es ist immer noch schneller als jetzt zurück zum Speicherplatz zu gehen. Zwar wäre Speichern jetzt nicht verkehrt, ganz klar, aber ich denke, wir schaffen es so. Weil wir bekommen gleich nochmal so ein bisschen Bosskampf, muss man sagen. Ist jetzt nicht unbedingt gegen den Boss, den wir gleich kämpfen, aber wir müssen kämpfen. Und da will ich natürlich nicht mit 95 Leben rein, das wäre so ein bisschen Selbstmord. So, na, kehr auf Tür. Komm schon. Tür, hallo, danke. Und zwar sind wir hier, das kam ziemlich nah. Sind wir hier im Tempel von Torvus und hier müssen wir gegen ein paar Piraten kämpfen. Wie gesagt, jetzt nicht unbedingt ein Bosskampf, aber so ein kleiner Überlebenskampf halt. Hier sind zwar auch überall, ja, auch noch Fliegende. Habe ich euch denn schon? Ja, natürlich. Okay. Die können wir natürlich nicht mit dem Darkbeam beschießen, da die einfach viel zu flink sind. Okay, der ist hinüber. Jetzt noch der, aber deswegen mache ich die ganze Zeit einfach bloß Missiles und versuche den auszuweichen. Die wurden auch ein bisschen geschwächt, wie ich das sehe, weil sie haben jetzt bloß noch ihren Laser und nicht mehr ihre Raketen. Fällt mir jetzt gerade so auf. Und die Raketen waren jetzt wirklich mächtiger an den Viechern. Aber da kommen nochmal 4 Stück. Okay. Aber 4 Stück sollten funktionieren. Die werden ja auch nicht dark. Die bleiben einfach so. Okay, ein paar Missiles von mir aus. Die können wir jetzt natürlich wieder mit dem Darkbeam gut besiegen, aber ich spare mir den ganz gern auf, weil er halt Munition hat. Und wenn wir hier so ausweichen, weil sie halt ziemlich weit entfernt sind, na toll, können wir sie aber relativ gut, und da können wir den Schüssen relativ gut ausweichen und deswegen die Piraten auch gut besiegen eigentlich. Also so schwierig ist der Kampf tatsächlich nicht. Aber naja, so ein bisschen Entspannung, sage ich mal, tut auch mal gut. Vor allem, weil wir einer der schwersten Bosse bald auch noch begegnen hier im Spiel. Der kommt nämlich leider hier in Torvus schon. Aber naja, da bin ich auch mal noch sehr gespannt. Hier, wir werden hier einfach hier vorgesetzt, gut. Ich würde mir aber gerne hier noch ein paar Energietanks. Ja, brauche ich eigentlich nicht. Weil jetzt haben wir es eigentlich hinter uns. Können wir uns hier jetzt ein neues Item holen. Und zwar freue ich mich schon sehr drauf. Und zwar die Supermissile. Ja, die Supermissile funktioniert wie im ersten Teil. Also ist einfach bloß eine Powerbeam-Erweiterung. Und ja, auch wieder eine ziemlich mächtige Waffe, die ich auch auf jeden Fall ziemlich häufig benutzen werde. Zum Beispiel gleich gegen diese grüne Tür. Zack. Und dann kommen wir hier schon zum Tempel und ja, können uns hier natürlich wieder die Geschichte anhören vom Wächter des Tempels. Und bekommen dann auch wieder ein neues Übersetzungsmodul, so viel kann ich schon verraten, das grüne diesmal. Und können damit den Sumpf weiter erkunden, genau. So, da ist das Hologramm, da ist der Tote, den Toten können wir eigentlich nicht scannen, zumindest bringt es nichts. Das ist der Energieregulator, ich habe das Teil davor noch gar nicht gescannt, aber ich glaube, bringt nichts, okay.